Well, blessed people, now the Lord Jehovah has spoken with me. Nun, gesegnete Leute, jetzt der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. The Lord Jehovah Hashem. Der Herr Jehova Hashem. The Lord Jehovah Hashem, the mighty God of Israel. Der Herr Jehova Hashem, der mächtige Gott von Israel. He has spoken with me, blessed people, this past night. Er hat mit mir gesprochen, gesegnete Leute, diese vergangene Nacht. And this past night the Lord Almighty took me into heaven. Und diese vergangene Nacht brachte der Herr der Allmächtige mich in den Himmel. And inside the kingdom of glory I saw his hands take the leaves of the tree of life. Und innen im Königreich der Herrlichkeit sah ich seine Hände, sie nahmen die Blätter von dem Baum des Lebens. I saw the tree of life. Ich sah den Baum des Lebens. And his hands took the leaves of the tree of life and he placed them on my hands, in my hands. Und seine Hände nahmen die Blätter von dem Baum des Lebens und er legte sie auf meine Hände, hinein in meine Hände. And he said, these are for the healing of the nations. Und er sagte, diese sind für die Heilung der Nationen. Go prepare the way for the coming of the Lord. Gehe und bereite den Weg vor für das Kommen des Herrn. And then I saw the leaves of the tree of life come and flourish in Kisumu. Und dann sah ich die Blätter von dem Baum des Lebens. Sie kamen und sie erblühten in Kisumu. At the Kibos grounds. Auf dem Kibos-Gelände. They began off as little leaves, a little bit of round leaves. Sie fingen an mit kleinen Blättern, kleine Blätter, ein wenig runde Blätter. The smaller ones, and then they grew into huge leaves and trees. Die kleineren, und dann wuchsen sie in große Blätter und Bäume. And huge succulent green, dark green leaves. Und riesige, runde, grüne, dunkelgrüne Blätter. That became a huge forest. Die zu einem riesigen Wald wurden. It became a very huge forest at the site of the healing service. Das wurde ein riesiger, großer Wald auf dem Gelände des Heilungsgottesdienstes. Now, that clearly, the translation, that clearly tells you. Jetzt sagt uns die Übersetzung ganz eindeutig. That the Lord is saying that he has brought added anointing upon his servants. He has poured added anointing upon his servants. Dass der Herr sagt, dass er mehr Salbung gebracht hat. Er hat mehr Salbung auf seine Diener ausströmen lassen. And that he is beginning to prepare and supercharge his servants. Und er fängt an, seine Diener vorzubereiten und aufzuladen. For the Kisumu super glorious grand mega historic revival healing service. Für den Kisumu super glorreichen, großen, mega historischen Heilungsgottesdienst. And Conference of Pastors, International Conference of Pastors. Und Konferenz der Pastoren, internationale Konferenz der Pastoren. That will take place in Kisumu. Die in Kisumu stattfinden wird. The beginning of the month of August. Am Anfang des Monats August. Right before we leave for Moskau and St. Petersburg. Kurz bevor wir verreisen nach Moskau und St. Petersburg. And so that's why this is a very critical time. Und deswegen ist es eine sehr kritische Zeit. And you know too well what happened when the Lord brought me into the Menengai 6 grounds. Und ihr wisst so gut, was passierte, als der Herr mich auf das Menengai 6 Gelände brachte. So you can imagine what will happen in Kisumu. Nun, so könnt ihr euch vorstellen, was in Kisumu passieren wird. And remember, there is a visitation that is pending until now. Und erinnert euch daran, es gibt einen Besuch, der immer noch nicht stattgefunden hat bis jetzt. The visitation of the cloud of God Almighty. Der Besuch der Wolke von Gott dem Allmächtigen. I thought it would be Venezuela. It was not Venezuela. Ich dachte, dass es in Venezuela sein wird, aber es ist nicht in Venezuela. I thought it would be Brazil again, Manaus. It was not Manaus. Ich dachte, es wird wieder in Brasilien sein, in Manaus, aber es war nicht in Manaus. Because the location, he did not show me the location. Denn der Ort, er zeigte mir nicht den Ort. But then there is a visitation of the cloud of God when he comes and is tremendous and everybody is watching him. Aber es gibt einen Besuch von der Wolke Gottes und es ist enorm, wenn er kommt, kann ihn jeder sehen. Coming and people collapse, I mean people run. Er kommt und die Leute kollapsieren und dann laufen die Leute. The thick dark cloud. Die dichte dunkle Wolke.
and almost two lobes, and one lob, the left-hand lob, as you watch, has a glorious white patch. Und fast zwei Spiralen. Und eine Spirale, die linke Spirale. Und die linke Spirale, während wir zuschauen, hat einen glorreichen weißen Bereich. The same glorious white patch that I said before you came to Kisumu. Der gleiche glorreiche weiße Bereich, über den ich sprach, bevor er nach Kisumu kam. That you see on that visitation in Kisumu. Den ihr sehen könnt in diesem Besuch in Kisumu. And so this is a very serious time, a very, very serious moment. Und nun, dies ist eine sehr ernste Zeit, ein sehr, sehr ernster Moment. If you remember, wenn ihr euch daran erinnert, how the Lord visited in Menengai 6. Wie der Herr besuchte in Menengai 6. Then you understand what to expect, even greater. Dann versteht ihr, was ihr erwarten könnt, sogar größer. And we are waiting for a big visitation of the Lord. We thought it would be Chile. Und wir erwarten einen großen Besuch des Herrn. Wir dachten, es wird in Chile sein. I mean, Peru. Ich meine Peru. It was not Peru. Es war nicht Peru. We canceled the meeting in Peru. Wir haben das Treffen in Peru abgesagt. We are now having Kisumu. Wir haben jetzt Kisumu. We wait to see where it will be. Wir warten darauf, das zu sehen, wo es sein wird. Anything is possible. Alles ist möglich. Especially with Kisumu. Besonders mit Kisumu. Remember how the cloud of God, Jehovah himself, has visited Kisumu? Erinnert ihr euch, wie die Wolke Gottes, Jehovah, er selbst, Kisumu besucht hat? Twice, in a very massive way, the thick dark cloud of his glory. Zweimal in einer sehr massiven Weise, in der dichten dunklen Wolke seiner Herrlichkeit. And so the Messiah is coming. Und nun, der Messias kommt. Let everybody be ready and prepared. Jeder soll bereit sein und vorbereitet sein. Todah shalom, todah kulam. Todah shalom, todah kulam. Baruch Hashem. Baruch Hashem.